gesagt, es gab einen Zeitpunkt, als du dich hier von deinen Kameraden Werwölfe Wismar getrennt hast, indem du den Beschluss gefasst hattest, ich übernehme jetzt das Rotlichtmilieu in dieser Stadt. Mit meinem Partner, ja. Genau. Zu zweit wart ihr. Ja, genau. Mhm. Wie geht sowas vonstatten? Geht man zu dem Mietshaus hin, holt eine Axt raus irgendwie nachts und schlägt mit der Axt die Klingel raus. Das muss repariert werden. Bei den Frauen kann nicht geklingelt werden. Das nervt, das repariert man einmal. Vier Tage später fährt man wieder hin oder man besorgt sich Buttersäure aus dem Krankenhaus, schmeißt Buttersäure in den Flur oder man geht, wir haben dann... Der ganze Laden stinkt, dass da auch keiner mehr reingeht und ja, so. Ja, genau. Ne? Es hat dann auch funktioniert. Jemand hat auch mal bei uns dann so einen Böller nachts reingeschmissen. Kriegen die Frauen Angst, reisen ab, bezahlen nicht, schreiben all den anderen Frauen und sagen, da ist irgendwie Krieg in der Stadt. Ah, okay, okay. Und wir mussten es so machen, dass die Leute das wissen, es kommt von uns, aber es ist nicht nachzuweisen. Wenn er gesagt hat, er fährt abends los und ich gefragt habe, wo er hin möchte, hat er gesagt, darüber redet er nicht. Das hat man dann ein, zwei Mal probiert und nachher hat man einfach nicht mehr nachgefragt. Und Verschwiegenheit ist nur eine der zahlreichen Regeln, die der Club vorgibt. Was sonst noch dazu gehört und welche Strafen bei Regelbruch drohen, erzählt mir Philipp später im Detail. In der Altstadt von Wismar eröffnet Schlaffer 2008 seine ersten Modellwohnungen. Räume, die er an Prostituierte vermietet. Wie funktioniert das genau und was muss man für ein Frauenbild haben? Die sogenannten Prostitutionswohnungen, ja, genau. Die waren hier, Parterre? Hier, die waren hier, die Wohnung und Dachgeschoss, ja. Wie viel waren das? Also, zeitweise haben wir drei oder vier Wohnungen dort betrieben, ja. Und da saßen Prostituierte drin? Richtig, ja. Und du hast für deren Sicherheit gesorgt? Oder wie war das Geschäftsmodell? Ja, so, ja, das Geschäftsmodell ist so ein bisschen, also ist nach dem Prinzip der Modellwohnung. Das heißt, die Frauen sind selber angereist, mit denen hatten wir wenig zu tun. Die reisen an, zahlen eine erhöhte Wochenmiete. Und dafür kümmern wir uns darum, dass, ja, dass nichts passiert. Wir stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung von, ja, mit allem Möglichen, was man dann so braucht. Genau. Und wenn es Ärger gab? Mit Kunden, also mit Prostituierten und Kunden? Dann wurden wir angerufen und haben das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, gelöst. Ja. Was waren das für Mittel? Ja, Gewalt als erstes. Nein, ich hatte keine Angst vor Philipp. Dadurch, dass Philipp viele um die Ohren hatte und jeder mit seinem Problem zu ihm kommt, hat er viel Wut oder viel Aggression an mir ausgelassen. Er hat mich nie gehauen oder irgendwie sowas. Aber er war oft so, dass man nicht mit ihm reden konnte. Aber wie ging Schlaffer dann mit den Damen aus dem horizontalen Gewerbe um? Also wir hatten nie Stress mit einer Frau. Das geht auch nicht, das muss man sagen. Also dieses Prinzip der Frauen, die reisende Prostituierte sind, die sind alle sehr gut vernetzt untereinander. Und wenn es dann heißt, in die Stadt nicht fahren, dann sagen die alle ab. Die schreiben sich untereinander und sagen, in der Stadt ist Ärger, Krieg oder da gab es Gewalt, dann kommt keine mehr, dann ist das Geschäft tot. Okay. Das heißt, du musst die fast eher, wir sind mit denen essen gegangen, haben Kuchen mitgebracht und so weiter. Ja, also das war wirklich eine Geschäftsbeziehung, ohne dass man sich das so vorstellt, so Fernsehen, man kommt rein so ludenmäßig, so, wo ist das Geld, so, ja. So funktioniert das da, in dem Geschäftsbereich nicht. Der Arbeitsaufwand war vielleicht, weiß ich, 20 Stunden im Monat. Und ich hatte dann einen Partner, wenn jeder von uns 5.000 oder 4.000 am Ende des Monats hatte, für den Zeitaufwand und ohne Heckmeck war das okay. Was mussten die zahlen für eine Woche? Eine Wochenmiete kostet ca. 500 Euro. 500, vielleicht 600, jetzt 500 Euro, ja. Und wie waren die Preise damals für die Dienste der Damen? Weißt du das? Also die haben wir teilweise festgelegt, die Frauen sollten sich nicht verramschen. Das Minimum ging los bei 50 Euro, vielleicht für einen Handjob oder so. Und danach war es deren eigene Preisgestaltung. Aber sie sollten halt keinen Preiskampf nach unten machen. Naja. Das Frauenbild natürlich nicht gleichwertig. Ja. Muss wissen, wo ihr Platz ist. Muss funktionieren. Ja. Wenig Drama. Ja. Stell deine Dinge hinten an. Ne. Du weißt, meine Dinge sind wichtiger. Ja. So ein Weltbild hat man dann. Aber wie geht eine Partnerin damit um? Was die Mädchen in dem Horizontalgewerbe angeht, ich denke, er hat die wenig gesehen. Jemand hat die geholt von den Bahnhöfen, hat die in die Häuser gebracht, in die Wohnung, was ja auch alles angemeldet war. Von daher habe ich da gar nicht so viel mitbekommen.
Stimmt dieses Klischee von der nichtsahnenden Verbrecherfrau? Muss man das nicht merken? Was für ein Typ Frau will mit einem Verbrecher zusammenleben? Und wie ehrlich sind die Männer gegenüber ihren Partnerinnen? Suchen sich Frauen Männer wie euch bewusst oder unbewusst aus? Gute Frage. Ich habe zum Beispiel gesagt, frag mich nicht, ich mache Einbrüche. Ich habe nie gesagt, ich mache einen Banküberfall. Habe ich ewig vermieden, weil ich wusste, ihre Aversion gegen Waffen. Okay, aber jetzt irgendwann hat sie ja mitbekommen, okay, er macht auch Banküberfälle. Ja. Dann hätte sie ja auch sagen können, möchte ich nicht, ich bin weg, aber sie ist bei dir geblieben. Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat mich vor die Alternative gestellt. Und das war zuletzt so, er hat gesagt, entweder hörst du damit auf oder wir müssen uns trennen. Nach wie vielen Jahren war das? Erstmalig, wo sie gesagt hat, da war bestimmt, da war ich 30 Jahre verheiratet oder so. Ne? Ja. Boah, hat sie das aber schon echt lange mitgetragen, ne? Gibt auch die Partnerinnen, die sagen, okay, ich finde das Bild und dieses Leben, wie wir das jetzt gerade auch machen, ist auch, das gefällt mir auch teilweise. Bei mir war es zum Beispiel so, also ich bin jetzt 11 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Als ich kennengelernt habe, da war ich ein kleiner Junge im Kopf noch. Ne? Ich hatte noch keine Personality oder irgendwie Selbstbewusstsein. Das ist dann im Laufe der Zeit hat sich das dann geändert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass meine Freundin sich den Martin ausgesucht hat, der ich jetzt heute bin oder war zu der Zeit. Was Philipps aktuelle Verlobte über seine Vergangenheit zwischen Rotlicht und Gewalt weiß und wie sie damit umgeht, wird sie mir später selber erzählen. Das Prostitutionsgeschäft ist knallhart und Philipp schreckt im Kampf um die Macht nicht vor Gewalt zurück, so wie 2007. Wir hatten dann sozusagen mehrere Modellwohnungen und dort arbeitete dann eine litauische Frau und die Litauer hatten dann gesagt, ja, ihr dürft nicht an der verdienen, die müsst ihr an uns wenn bezahlen und wir müssten sowieso mal drüber sprechen, ja, ob ihr nicht was abdrücken müsstet an uns und so weiter. Hier vorne haben wir mit denen gesprochen, hier wo wir sitzen. Hier vorne haben wir uns getroffen und dann kommen die vier raus und die sagen, ja, ob ihr das hier alleine machen dürft und die Frauen dürfen bei euch nicht arbeiten, wir wollen hier mitverdienen und dann denen zu sagen, ist nicht, dann ziehen wir halt in den Krieg. Das muss man immer erst mal machen. Das klingt immer sehr einfach, aber du weißt, okay, die sind auch kriegsbereit. Es ging nicht um die Dame, sondern es ging darum, auszuloten, wehren wir uns oder können die alles übernehmen. Uns war klar, wenn wir jetzt hier nachgeben, dann verlieren wir alles. Dann verlieren wir unsere Macht, unser Geld, unser Standing und dann sind wir durch im kriminellen Milieu. Sondern haben gesagt, okay, dann ziehen wir durch. Wir haben dann ein Treffen anberaumt. Ein junger Litauer, der das von dem alten Paten übernehmen wollte, weil der gerade im Gefängnis war. Haben einer unserer Modellwohnungen präpariert, haben die ganze Wohnung mit Folie ausgelegt, einen Sessel in die Mitte, haben unsere Kalaschnikow und andere Maschinenpistolen aus dem Lager geholt, Sturmhauben aufgesetzt und so weiter. Sollte es dieses Gespräch geben, nur wir beide ohne Maske, mein Partner und ich. Die anderen standen hinter uns dann mit den Kalaschnikows und dann haben wir ihn dann gefragt, was er denn jetzt von uns will. Und danach haben wir ihn, glaube ich, auch nie wieder gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hat Philipp jegliches Maß im Hinblick auf Gewalt verloren. Für Schlaffer war alles ein Geschäft. Es gab in den 2000er Jahren kaum eine illegale Branche, bei der er nicht seine Finger im Spiel hatte. Neben der Prostitution mischte er auch im Drogenhandel mit. Oh, es war schon einer der wichtigsten Treffpunkte für mich, auch über beide Milieus hinweg. Also noch aktiv im Rechtsextremismus und nachher auch zu Rockerzeiten war hier der Anlaufpunkt für Dinge, auch zur Übergabe. Leute hier Geld abgegeben, also nicht nur für Tätowieren. Also wir haben den Laden nicht benutzt, um Drogen da zu verkaufen, aber wenn wir jetzt unterwegs waren und irgendwelche Läufer hatten jetzt Geld, dann haben sie hier Umschläge abgegeben und wir haben die dann hier abgeholt. Also ihr habt die Drogen im großen Stil besorgt, dann habt ihr die an Dealer weitergegeben, die genau. Dealer haben die auf der Straße vertickt. Genau. Und haben das Geld, was sie bekommen haben, euch dann wieder genau. gegeben. Genau. Dass sie in den Drogenhandel verwickelt waren,
war mir zwar klar, aber nicht in dem Ausmaß. Und dass eben auch Prostitution und dass es eben wirklich nur um die Kriminalität ging. Und es ging nicht nur um diese Kameradschaften, sondern es ging wirklich darum, Geld zu verdienen. Und bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Schlaffer und somit auch mein Team und ich hier in Wismar auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Als Schlaffer eine kurze Raucherpause einlegt, werden wir von einem Security-Mitarbeiter fotografiert. So, das ist der. Der will, ich will nicht, dass er ein Foto von mir macht. 16-2. Kannst du aufhören, Fotos zu machen von uns? Weil ich das nicht möchte. Ganz einfach. Ja. Okay. Ja, komm, lass. Lass uns hier weggehen. Lass dir dabei. Philipp Schlaffer hat den Nazi- und Rotlichtrocker hinter sich gelassen. Aber wie groß ist die Gefahr, seine Gewaltbereitschaft wieder zu erwecken? Du kannst es dir vorstellen, im Negativen, wie ein Ex-Süchtiger mit seiner Droge umgeht. Da ist die Frage, wie hoch ist der Stress auf der einen Seite und damit die Verführung zurückzukippen und wie stark ist die Selbstkontrolle. Und bei ihm ist es halt nicht die Verführung zu einem Suchtmittel, sondern die Sorge vor dem Aggressionsmittel. Mhm. Also wie sehr kann ich auch mir vertrauen, meine Aggression im Griff zu haben? Wir setzen unsere Reise fort im Fitnessstudio. Als Geschäftsmann und Rocker ist Krafttraining die einzige körperliche Arbeit, denn gelebt wird auf Kosten anderer, zum Beispiel durch Erpressung von Schutzgeld. Wie sah das konkret aus? Da seid ihr rein und habt gesagt, hallo, jetzt haben wir das Sagen hier. Ah, nee, so läuft das nicht. Das ist mehr, das ist viel mehr, ja, man baut was auf. Man muss eine Story aufbauen. Das heißt, wir haben gehört, ein neues Fitnessstudio macht auf. Und dann sind wir zu dem Betreiber hin und haben gesagt, so, oh, das ist hier Fitnessstudio, haben wir gehört, willst du aufmachen und so weiter. Ja, wieso? Eigentlich haben wir jemand anderes zugesagt, dass er hier auch ein Fitnessstudio aufmacht. Und guck mal, und ich sage, ja, aber von dem einen kriegen wir da monatlich, wir kriegen 500 Euro, können wir umsonst trainieren. Na, ist schon blöd und wir werden was machen müssen. Und dann sagt er so, ja, 500 kriegt ihr da, aber dann könnten alle Jungs hier bei mir trainieren, ihr umsonst und eure Frauen umsonst, die anderen alle vergünstigt. Und dann würde ich nicht 500 zahlen, sondern zahle euch 600, 700 oder 800. So einfach, also man baut was auf. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man einen Gastronom oder eine Diskothek erpressen möchte. Wenn dort eine seriöse Türsteherfirma ist, kann man dort immer wieder Ärger machen. Und dann fährt man irgendwann nach 2 Wochen hin und sagt, Mensch, ich habe gehört, ihr habt hier echt Probleme an dem Laden und so weiter, wir könnten das regeln. Wir bieten auch Dienste an und wir könnten das, glaube ich, stoppen und so weiter. Ja, wer hätte schon Bock, dann seine Existenz zu verlieren? Dann holt man sich den Wolf ins Haus. Ganz so freundlich geht es allerdings nicht zu. Wer einmal zahlt, zahlt immer. Wenn der Betroffene sich weigert, wird ihm das Leben zur Hölle gemacht. Man zerstört sein Geschäft oder droht ihm Gewalt an. Gewaltandrohung kann allerdings für die Erpresser ein paar Jahre Gefängnis bedeuten. Geschäfte, Gewalt und Gruppe ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben von Philipp Schlaffer.